Lass uns hier mal kurz auf eine äußerst spannende Analyse gucken, die eigentlich jedem die Augen öffnen sollte, die aber natürlich nur eine von vielen heute ist und inhaltlich natürlich auch Wasser auf unsere Mühlen hier, denn auf unserer Seite, da beobachten wir das alles ja schon seit langem. Und wir ziehen im Gegensatz zu dem Medium hier auch die richtigen Schlüsse, ich gehe gleich genauer drauf ein. Gucken wir mal rein, ich schmeiß die Seite erstmal durch den Übersetzer, damit es ein bisschen verständlicher wird. So, da haben wir die Überschrift, die Zahl der Teenager, die das Leben nicht genießen, hat sich durch soziale Medien verdoppelt. So. Da hast du dann die Statistiken hier und hier siehst du den Einschnitt circa 2015. Die drei Linien hier besagen, ich kann nichts richtig machen, stieg um circa 49, genauso wie die Linie, ich genieße mein Leben nicht mehr und der Graph, mein Leben ist nicht nützlich, der stieg um 44%. Im Artikel heißt es dann, das ist die neue große Depression. Seit dem Aufkommen der sozialen Medien sind Depressionen und Gefühle der Hoffnungslosigkeit bei Teenagern sprunghaft angestiegen. Ah ja, sprunghaft angestiegen, okay. Hier ist schon mal vieles richtig, aber du wirst natürlich auch gleich entsprechend geframed, was denn die Ursache dafür sei. Hier spricht man also die große Depression an und das war bekanntlich eine Zeit in den USA hauptsächlich, die von wirtschaftlichem und auch kulturellem Niedergang geprägt war, große Arbeitslosigkeit und so weiter. Das waren die 30er, bei uns in Deutschland waren das mehr die 20er, also die Weimarer Zeit, die von ähnlich depressiven Stimmungen im Volk geprägt waren. Ja, hier steht es dann nochmal, fast die Hälfte der Teenager stimmt Sätzen wie ich kann nichts richtig machen, ich genieße das Leben nicht und mein Leben ist nicht nützlich zu, etwa doppelt so viele wie vor noch einem Jahrzehnt. Das sind erschütternde Zahlen, einfach enorme Zuwächse, sagt die Psychologin und Generationsexpertin Dr. Jean Twenge über den Post. Und Eltern sind zu Recht sehr besorgt um die psychische Gesundheit ihrer Kinder. Ja, ich denke, das sollten wir alle sein. Die von der University of Michigan durchgeführte und in Twenges Buch sowieso, wieder schlecht übersetzt, hat die Häufigkeit von Ängsten und Depressionen bei Teenagern zugenommen. Die Hauptursache sind laut Twenge die sozialen Medien und die Bildschirmzeit. Tatsächlich ist die Häufigkeit depressiver Symptome bei Kindern seit der Massenpopularisierung des Smartphones Anfang der 2010er Jahre massiv gestiegen. Ja, du siehst es, hier wird alles auf die Digitalisierung geschoben, der man natürlich auch kritisch gegenüberstehen muss, die aber sicherlich nur einen Teil des Dilemmas oder der Ursache ausmachen dürfte. Und das ist das große Problem, ne, mit solchen Experten. Hier hast du also die Person, die das Ganze kommentiert. Das ist also eine 1971 geborene Psychologin oder Psychologe. Das sieht alles schon ein bisschen komisch aus, wenn ich mir die Bildersuche hier angucke, aber darum geht es jetzt hier nicht. Jedenfalls besteht für sie kein Zweifel, dass dies die Hauptursache für die Zunahme von Depressionen bei Teenagern ist. Guck mal, hier steht es. Es ist mit Abstand die größte Veränderung im Alltag von Teenagern. In den letzten 10 bis 12 Jahren nichts anderes kommt dem auch nur annähernd nahe. Ach wirklich? Das sehe ich aber komplett anders. Ich gehe gleich genauer drauf ein. So, hier scrollen wir noch ein bisschen runter. Da hast du so ein Symbolbild von Teenager-Mädels. Was werden die sein? Um die 14 oder so. Die haben alle ein Handy in der Hand. Das sieht natürlich nicht besonders erbaulich aus. Aber mir fällt hier natürlich auch noch einiges andere auf, was nicht so wirklich richtig aussieht. Ich denke, wir sind uns hier einig, dass hier nicht nur das Handy der wesentliche Faktor ist. Ja, hier wird dann noch ein bisschen über die Plattformen wie Insta, Snapchat und so weiter gelästert. Heutzutage können Teenager bis zu 9 Stunden am Tag vor Bildschirmen verbringen und die Hälfte von ihnen gibt an, fast ständig online zu sein. Ja, wie gesagt, das ist ein dickes Problem, aber eben wahrscheinlich nicht das Hauptproblem. Seitdem Smartphones auf dem Markt sind, ist der Anteil der Teenager, die ausgehen, einen Führerschein machen und gegen Bezahlung arbeiten, stark zurückgegangen. Ja, deshalb sage ich ja auch immer, ne, soziale Medien sind eigentlich asoziale Medien und als solche sollte man sie eigentlich auch benennen. Hier geht es weiter und das wird dann wirklich bedenklich. Anfang des Jahres warnte der Generalchirurg sowieso, dass Depressionen und Selbstmorde bei Teenagern im Zeitalter der sozialen Medien zugenommen haben. Und während sowohl Jungen als auch Mädchen Probleme haben, scheint dieser Trend die Mädchen stärker zu treffen. Ja, auch das verwundert nicht. Die gesamte feministische und woke Bewegung, die steht ja auch immer mehr
in den Augen von Psychologen auch im Verdacht, massive psychische Störungen auszulösen. Und genau diesen liberalen Individualismus-Wahn, den hatten wir ja auch schon in den 1920ern, wo die Selbstmordrate massiv in die Höhe schnellte. Man sprach damals zu Ende der 1920er von bis zu 200.000 und 300.000 Suiziden pro Jahr. Ja, hier steht dann noch was Interessantes. Unterdessen wird die Generation Z in einer Zeit der politischen Polarisierung, der Abbruchkultur, im Original hieß es hier Cancel Culture, und der globalen sozialen Unruhen erwachsen, also heranwachsen wahrscheinlich, was ihr die Hoffnung auf Zukunft und den Glauben an ihr Land raubt. Aha, jetzt kommen wir der Sache schon näher, meinst du nicht? 4 von 10 Befragten sagen, dass die Gründerväter Amerikas eher Bösewichte denn als Helden beschrieben werden. Das ist ein dickes, fettes Problem, und zwar ein Identitätsproblem. Bei Depressionen geht es nicht nur um Emotionen, es geht um Erkenntnis, es geht um Denken, es geht darum, wie man die Welt sieht, sagt sie. Eine Generation, die depressiver ist, ist eher pessimistisch. Ach, darauf wäre ich jetzt nicht alleine gekommen. Diese Denkweise kann schlimme Folgen haben. Fast ein Drittel der Mädchen im Teenageralter haben ernsthaft über Selbstmord nachgedacht. Jada, 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 das hatten wir gerade. Und die Zahl der Krankenhausaufenthalte junger Männer und Frauen wegen Selbstverletzung ist in den letzten 10 Jahren um 163% gestiegen. Selbstmord ist mittlerweile die zweithäufigste Todesursache bei jungen Amerikanern. Und im gesamten Westen dürfte es nicht anders aussehen. Ja, ich denke, du siehst, es sieht ziemlich finster aus um unsere Heranwachsenden. Aber was ist denn nun eher die eigentliche Ursache, dass es jungen Männern und Frauen so mies geht, dass sie massive psychische Störungen haben und vermehrt Suizidgedanken hegen? Na, wer kulturhistorisch ein bisschen bewandert ist, der kann hier nur den Verlust von Identität als Hauptursache sehen. Und wie gesagt, das ist beinahe deckungsgleich mit dem, was wir hier bei uns so ziemlich genau vor 100 Jahren schon hatten, die Weimarer Zeiten, nämlich als Internationalismus, Liberalisierung, Enteignung, geschlechtliche Verwirrung auch und allgemeiner kultureller Niedergang die Zeit beherrschten. Befass dich vielleicht ruhig mal etwas mehr mit der Historie. Vergleiche die heutige Zeit mit Zeiten, in denen Leistungsfähigkeit, Sittlichkeit, Familienwerte und auch Hierarchie noch so geehrt wurden, wie sie es sollten. Wenn du als junger heranwachsender Mann oder Frau keine Identität hast, also keine Bindung zu deinen Vätern und keine Familienwerte und sogar die angeborenen Eigenschaften deines Geschlechts in Frage gestellt werden, dann endest du selbstverständlich im Nihilismus, in der Gleichgültigkeit und in der Apathie. Als besten Hinweis, den ich dir hier geben würde, ist es, dich natürlich als junger Mann oder auch als junge Frau von den Leitmedien und deren kruden Erklärungen fernzuhalten und dich mit dem zu befassen, was Bestand hat und was die Grundfesten deiner Identität sind, nämlich ernsthafte, bedeutungsvolle Beziehungen, deine Familie und natürlich auch deine Herkunft, denn wer die nicht kennt oder leugnet, der ist natürlich geschwächt und der hat auch wahrscheinlich keine besonders rosige Zukunft. Das Hauptproblem ist also nicht Digitalisierung, die sicher auch ihren Anteil hat, sondern Verlust der gewachsenen Identität, und die kann man sich im Gegensatz zu einer Ideologie nicht aussuchen. Komm in meinen Premium-Bereich, um hochwertigere Frauen anzuziehen, oder hol dir mal ein Buch, falls du es noch nicht hast, und abonniere den Kanal, wenn dich Identitätsfragen interessieren. Ciao, ciao.